Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute machen wir ein Fullface mit Purish-Produkten, die ihr am besten bewertet habt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zugegebenermaßen sind auch noch ein, zwei, drei Neuheiten mit dabei, weil ich einfach neugierig bin und die ausprobieren wollte. Und ja, das Video entsteht in Zusammenhang mit der Purish-Woche wieder. Und da haben wir 7 Mädels uns wieder zusammengetan in der gewohnten Reihenfolge, die natürlich auch unten in der Infobox verlinkt ist, beziehungsweise die einzelnen Kanäle. Da haben wir die liebe Katja am Montag, die liebe Kathi am Dienstag. Am Mittwoch ist die liebe Peggy am Start. Donnerstag kommt Nicole oder ist schon, wir sind ja schon am Samstag, ne? Denn gestern war Freitag, da war die liebe Steffi unterwegs und hat ihren Look geschminkt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Heute bin ich am Start und morgen kommt Nina. Ich bin echt aufgeregt, wie die ganzen Mädels ihre Looks gestalten. Wir haben so einen WhatsApp-Chat, wo wir uns auch schon ein bisschen ausgetauscht haben. Das heißt, bei einigen weiß ich schon, welche Produkte da so zu sehen sein werden. Kommen wir gleich zu. Ich starte einfach mal damit, dass ihr auch auf meiner Collection Zeit jetzt aktuell bis, ich glaube, zum Ende des Monats mit Claudis Welt 15% Rabatt bekommt und auf die Denise Myricks Neuheiten, darunter dieses Produkt und auch die neue Groundwork Palette, die habt ihr dann wahrscheinlich schon irgendwie separat gesehen, ne, bekommt ihr 10% Rabatt. Und hier habe ich ein Produkt, was eigentlich schon längst gelauncht hätte sein sollen, hat sich ein bisschen verzögert, der Moisture Repair Balm Serum. Also die haben immer einen Namen, ne? Und den wollte ich mir jetzt aber auf einer Gesichtshälfte auftragen. Auf der anderen mache ich dann ein Produkt, was mit 5 Sternen bewertet wurde. Ihr könnt immer bei Purish auch Bewertungen schreiben und dementsprechend schminke ich mich dann ja ab und an auch danach. Also schaut da auch gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Das ist ein festes Produkt, ne? Also wenn ihr was gekauft habt, könnt ihr, wie gesagt, die Bewertung schreiben. Ich müsste auch mal ein paar schreiben. Und das kommt hier wirklich fest raus. Und das soll feuchtigkeitsspendend sein. Ich trage mir das jetzt auch direkt mal hier so mit dem Spatel auf. Und das kann man als normale Hautpflege verwenden. Aber auch wohl als Primer. Oha, das ist sehr reichhaltig. Das reicht wirklich fürs ganze Gesicht. Okay, ich mache jetzt nicht den anderen Primer auf die andere Gesichtshälfte, ich mache den komplett drauf, kommen wir zu der Falschgeiz, ne? Also da würde ich jetzt nicht unbedingt eine wasserbasierte Foundation zu kombinieren, weil das könnte schwierig werden. Ich merke jetzt schon, dass meine Hautpflege damit ein kleines Problemchen bekommt. Ich muss mir davon ein bisschen was abnehmen, Leute, das ist zu viel, ne? Nehmt da nur einen Hauch von. Und meine Hautpflege darunter ist schon wirklich eine Weile eingezogen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn in Tüten. Ihr braucht nur ein ganz, ganz kleines Fisselchen davon. Also ich würde fast schon sagen, dass man das direkt über dem Toner aufträgt. Da brauchst du kein Serum, kein Moisturizer oder sonst irgendwas. Und ich habe ja wirklich eine trockene Haut, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Super, 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 super reichhaltig. Richtig krass. Du bekommst einen Glow, ja. Das ist halt wirklich nichts für Mischhäutchen und ölige Häutchen, würde ich jetzt mal ganz salopp sagen, ne? Das hat auch ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von der Charlotte Tilbury Magic Cream Night. So ein bisschen was hat das was davon. Das ist richtig krass. Also ob das was für den Morgen ist, muss man mal gucken. Ob das als Primer geeignet ist, werden wir gleich sehen. Ich habe mir schon ordentlich was von dem Produkt noch wieder runtergenommen, weil das einfach viel zu viel war. Ne? Das war, als hätte ich mein Gesicht in Öl getunkt. Du hast hier halt ein Oshi-Produkt, da ist richtig viel drin. Ich muss das noch ein bisschen ausprobieren, um zu sagen, ob das halt mein Favorit werden könnte. 40 Gramm ist eine gute Größe, ne? Ich war nicht erstaunt, dass diese Foundation oder, ja, das ist eigentlich ein Daydream Sunscreen Tinted Veil von Ultraviolet, dass das so gut bewertet war. Wir haben jetzt hier auch einen Lichtschutzfaktor von 50 mit drin und ich habe hier auch eine relativ helle Farbe am Start. V1. Muss man derbe schütteln und dann kann man sich das entweder so direkt auftragen, aber wie gesagt, es ist halt sehr, sehr flüssig, oder man gibt sich davon erstmal ein bisschen was auf den Handrücken und nimmt sich dann einen Pinsel. Du kannst es aber auch mit den Händen ganz gut machen, ne? Und dann kann man sich das entsprechend auftragen. Das hat eine leichte Tönung, aber ist für den Sommer eigentlich perfekt. Oder auch jetzt für den Frühling, wo man sich langsam wieder mit Sonnenschutz beschäftigen sollte, ne? Sollte man ja eigentlich ganzjährig, aber dann hast du es nämlich hier im Produkt auch schon so ein bisschen mit drin. Du wirst dir jetzt nicht komplett so viel auftragen, dass das auch den Lichtschutzfaktor von 50 erreicht. Da sollten wir uns keine Illusionen machen. Aber es ist ein gutes Produkt, was ich letztes Jahr auch sehr, sehr gerne getragen habe und wo ich mich jetzt auch wieder darauf freue, das im Frühling mehr zu verwenden. Sehr reichhaltig auch wieder. Also da muss man aufpassen. Vor allem, wenn man ja auch so einen super krassen, nassen Moisturizer, Primer schon drunter hat, ne? Aber ich finde das einfach sehr angenehm, weil ich eine sehr trockene Haut habe. Hier gebe ich das jetzt auch mal direkt auf, weil
Weil meine Haut braucht das auch und meine Haut wird es auch aufnehmen. Das funktioniert auch klasse mit dem Primer zusammen. Also die beiden harmonieren gerade auch sehr gut auf meinem Gesicht, was ich echt angenehm finde. Aber wie gesagt, ihr seht es ja auch, ne? Es ist alles sehr, sehr glowy, sehr, sehr reichhaltig, sehr, sehr viel im Gesicht. Ich werde das jetzt mit dem Schwämmchen mal vorsichtig einarbeiten. So, ich brauche definitiv auch ein Lippenpflegeprodukt. Das ist jetzt von Luna Beauty. Das Lip Oil ist auch super gut bewertet. Vollkommen zu Recht. Das ist, glaube ich, irrelevant, welche Farbe man nimmt, ne? Ich habe jetzt die Farbe Dare Me. Aber genau, ja, da ist es eigentlich, vom Ergebnis her ist es eigentlich immer relativ ähnlich. Jetzt kommt ein bisschen Concealer drauf. Da habe ich hier von NABLA den Regeneration Concealer. Da kann ich euch zustimmen, der ist großartig in der Farbe Light Ivory. Das Einzige ist halt wirklich, du musst ihn dann auch in kontinuierlicher Anwendung haben, weil ansonsten könnte es passieren, dass dieses Schwämmchen hier oben drauf nicht mehr so nice irgendwann aussieht. Der ist wirklich auch simpel in der Anwendung, weil er sich mit vielen, vielen Foundations auch gut verträgt, ne? Ich mache den jetzt auch schon mal direkt auf meine Augenlider drauf, weil ich werde jetzt keinen Lidschattenprimer heute verwenden, habe ich mir gerade so überlegt. Da reicht manchmal auch einfach ein Concealer. Krass, wie nass mein Gesicht aussieht, Leute. Ich fall vom Glauben ab. Okay, das ist jetzt ein neues Produkt. Also das gab es schon mal. Be Perfect, der Shape Stick in der Farbe Maple habe ich hier. Und den habe ich damals auch schon öfters bei anderen gesehen. Das ist halt wirklich so ein Contour-Stick, ne? Und diese Farbe ist halt auch richtig aschig. Da gucke ich mal, wie der so funktioniert bei mir. Sehr cremig, das ist schon mal positiv. Und der ist auch wirklich schön aschig. Uiuiuiuiuiuiui. Geilomat. Bin immer noch ein bisschen schockiert davon, wie eben der Primer abgegangen ist. Wahnsinn. Meine Güte. Ja, aber der lässt sich hier schön verblenden. Man sieht auch wirklich so einen leichten Kontureffekt. Ich denke, dass wenn ich den aufbauen würde, dass man das noch intensiver sehen würde. Aber das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Da kommt auch gleich noch Puderbronzer mit aufs Gesicht. Dementsprechend würde ich da jetzt nicht zu eskalativ werden. Aber das ist schon mal eine schöne Sache hier. Mag ich. Ich glaube, Kati, Contra Junkie, hat den auch damals viel, viel, viel verwendet. Auch als wir da in der Gruppe geschrieben hatten, dass der jetzt neu raus ist, hat sie gesagt, hey, den gibt's doch schon eine Weile. Ja, aber der ist jetzt wieder da. Unsere liebe Nicole, Chiquita's Place, hat ja eine eigene Box mit Purish zusammen rausgebracht. Und da war auch dieser Blush drin von Misauda Skin Made in der Farbe 104 Skips a Beat. Und den trage ich mir jetzt auf. Der ist schon intens, ne? Also da geht die Party ab. Auf dem Gesicht ist der aber nicht so wild, sage ich jetzt mal. Also das hatte ich jetzt auch schon, wie man sieht, ein paar Mal verwendet. Der verblendet sich oder verbindet sich ganz gut. Und ja, irgendwie hängen mir meine Haare hier so ein bisschen zu viel ab. Naja, auch hier gehe ich einfach mit meinem Foundation-Pinsel rein. Ja, genau. Da muss man vorsichtig mit arbeiten. Ich glaube, sie trägt den immer mit dem Schwämmchen auf, ne? Das wäre auch gar nicht so verkehrt. Aber der hat so eine Cream-to-Powder-Konsistenz, sodass er sich jetzt auch sehr, sehr gut mit meiner Base verbindet und das alles sehr, ich will jetzt nicht sagen natürlich aussieht, ne, aber sieht gut aus. So. Und das ist auch ein Produkt, was sehr gut bewertet wurde von euch oder von denjenigen, die halt die Bewertungen auf Purish geschrieben haben. Und das kann ich nachvollziehen. Ne? Ich glaube, ein bisschen Contour möchte ich noch nachlegen, weil der Blush hat jetzt natürlich sehr viel vereinnahmt. Ich finde doch irgendwie die Form von... Ich bin gerade von diesem Bronzer ein bisschen oder von dem Contour-Produkt ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Ich hab's einfach gerade lieb. Und deswegen versuche ich mich zwar zu zügeln, dass ich nicht zu viel verwende, aber ich habe Bock, das jetzt gerade viel zu verwenden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bei manchen Produkten kennt. Noch so ein neues Produkt ist hier von Be Perfect mit Katie Daly. Das Perfect Powder gibt es jetzt in unterschiedlichen Farben. Ich war mutig und habe Candy Floss gewählt. Wie geil ist einfach diese Umverpackung, ne? Das ist schon hübsch gemacht. Und das ist halt ein rosa Puder, was ich unter den Augen verwenden werde, ein loses Puder, wo ich jetzt einfach auch mal ein bisschen entspannt hoffe. Ja, wie soll ich das sagen, dass es nicht zu pink wird, ne? Aber normalerweise funktionieren solche Puder bei mir ganz gut. Ja, das ist hier mit dem Netz. Da liegt jetzt noch ein bisschen Produkt auf, weil das natürlich jetzt ganz fresh ist. Das arbeite ich dann erstmal in meiner Handinnenfläche ein und dann kommt das unter meine Augen und auch auf meine Augenlider drauf. Hoi, das ist ja richtig abmattierend, du. Bei mir funktioniert es ganz gut, weil ich ja so einen neutralen, kühlen Hautunterton habe. Aber man sieht leicht, weil ich jetzt auch ein bisschen viel aufgetragen habe, das Rosane, ne? Das ist ja so ein bisschen farbausgleichend. Würde ich jetzt wirklich dann auch nur mit einem solchen Hautunterton verwenden. Wenn man eher wärmer unterwegs ist, also einen eher gelben Unterton hat, könnte man da ein bisschen Probleme mitkriegen mit dieser Farbe. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Farben. Schaut da gerne mal bei Purish vorbei. Setze ich euch
natürlich wie zu allen anderen Produkten auch einen Link zu in die Infobox. Ne? An und für sich ist es aber, finde ich, ein sehr schönes Puder, aber ich würde es jetzt nicht im ganzen Gesicht verwenden. Dafür nehme ich jetzt hier von Luna Beauty, da muss ich immer an Peggy denken, ne? Das Universal Setting Powder habe ich in der Farbe Translucent Light, denn schon bevor Luna Beauty zu Purish kam, haben wir bei Peggy Morbus Black sehen können, was für wundervolle Neuheiten diese Indie-Brand zu bieten hat. Und da lasse ich mich ja regelmäßig bei der Kollegin ein bisschen anfixen. Ne? Gut abklopfen und dann grob im Gesicht verteilen. Das ist ein sehr feines Puder, was jetzt hier auch durch die Gegend fliegt. Und hier unter den Augen kann ich das dann natürlich mit dem rosa Puder auch ein bisschen ausblenden bzw. vermischen, sodass man da auch keinen Farbunterschied irgendwie mehr sehen könnte. Nö, das gefällt mir. Ich bin jetzt einmal im Puder drin gewesen, habe abgeklopft und das dann so aufs Gesicht gegeben. Und ich würde sagen, das ist auch eigentlich so das, wie es reicht, weil so kommt ja noch immer Glow durch, aber ich sehe nicht mehr aus wie eine Speckschwarte. Diesen Bronzer würde ich jetzt auch in Verbindung mit Nina bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Physicians Formula, der Butter Bronzer. Ich habe den auch in der ganz, ganz alten Variante, wo es nicht mal mehr Farben zu gab. Also da steht keine Farbe drauf, ob Medium, Light, keine Ahnung, Dark. Ich glaube, es ist einfach Medium. Weil Nina habe ich damals auch schon geschaut, bevor ich selber mit YouTube angefangen habe. Und die hat mich auch immer inspiriert und mir, ihrer Community, wo ich dann ja auch zugehört habe oder immer noch zugehöre, ne, Tipps und Tricks weitergegeben. Also das ist für mich einfach so eine YouTuberin der älteren Generation. Die ist ja auch so alt wie ich. Und das mag ich einfach mit ihr so. Und ihre Videos schaue ich unheimlich gerne. Und bin auch sehr, sehr happy, dass sie bei den Purish Girls mit am Start ist. Genau, und dieser Bronzer ist sehr leicht. Der gibt einen Hauch von, aber er wärmt das Gesicht ein bisschen auf, ohne zu viel zu wirken. Und das finde ich an ihm sehr, sehr charmant. Bin gerade ein bisschen schockiert, wie sehr der Blush jetzt schon verschwunden ist. Seht ihr das auch? Also seht ihr, dass ich den auch nicht mehr sehe? Ist schon krass, oder? Mal gucken, ob der nachher noch weiter rauskommt. Ofra Highlighter sind und waren immer wieder sehr, sehr gut bewertet. Die sind aber auch vollkommen zu Recht gut bewertet. Und hier bin ich froh, dass Ofra eine, ich sag mal, neue Textur rausgebracht hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit diesem Pure Glow Finishing Powder Light. Denn die Highlighter von Ofra sind halt immer Bam in Your Face. Und hier haben die eine leichtere Variante, die ich jetzt nicht als Finishing Powder im Gesicht verwenden würde. Der ist immer noch heftig. Also eigentlich bräuchte ich jetzt ja keinen Highlighter mehr, aber egal. Aber der ist nicht so richtig von der Oldschool-Fraktion, wie die Rodeo Drive und Co. Highlighter das sind. Damit kannst du dein Gesicht halt richtig glasieren oder es eher subtil halten, wie man möchte. Bei dem Augenbrauenstift von Dominique Cosmetics muss ich immer daran denken, als der ganz neu rausgekommen ist und ich die Reviews gesehen habe, dass wir in der Gruppe auch geschrieben hatten, so, wie spitzt man den an? Wie macht man das? Echt abgefahren. Ich habe ihn in der Farbe Taupe und der Anspitzer ist hier am Spoolie auch direkt mit dran. Bislang habe ich den aber noch nicht angespitzt, weil ich ja auch nicht so super krass definierte Augenbrauen male. Da halte ich es ja wie Steffi von Steffi Loves Beauty und bin dann eher so meiner natürlichen Form folgend. Kommen wir zu einem weiteren relativ natürlichen Produkt und zwar von Nabla, das Lift and Fix Augenbrauenfixierungsprodukt. Entspricht ja nicht so unbedingt meinem Ding. Ich bin ja halt eher so bei Dominique Cosmetics zum Beispiel oder bei Benefit 24 Hours Brow Setter. Das sind halt so mehr so meine Vibe-Geschichten, weil ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn meine Augenbrauen festgetackert werden. Das hier ist halt ein sehr nasses Produkt, was einen ja leichten Halt gibt, ne? Dass die Härchen fixiert werden, aber nicht festgetackert werden. Und apropos Halt, wenn ihr quasi hier bleiben möchtet und hier Halt machen möchtet, dann seid ihr herzlich willkommen, diesen Kanal zu abonnieren und zu supporten. Ich würde mich irre freuen. Ich mache hier genau wie alle anderen Mädels auch relativ viel Beauty-Content. Bei mir findet man auch Unboxings, Hauls, natürlich monatlich die Aufgebraucht-Videos. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet, was ich so treibe. Und wenn ihr bleiben möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, den Abo-Button zu drücken. Da würde ich mich echt drüber freuen. Und hier habe ich jetzt eine Palette von Lethal Cosmetics. Die Lethal-Paletten waren so gut bewertet. Ich weiß, dass Katja auch am Montag eine Palette gezeigt hat. Ich glaube, die Wildflower-Palette. Die hätte ich ja auch irre gerne genommen. Jetzt kommen nämlich die ganzen, die, also Purish hat einen Restock bekommen, ne?
Und jetzt kommen wieder diese ganzen bunten Sachen raus, sind bei mir ganzjährig, aber jetzt tragen sie alle auch mehr. Hier habe ich mir jetzt diese ausgesucht, das dürfte die Nightflower Palette sein. Ich gucke nochmal, huch, ja, die Nightflower Palette. Und Lethal hat schon eine sehr, sehr geile Qualität. Bei den Schimmertönen muss man immer ein bisschen mit NYX Glitter Glue arbeiten, damit sie auch etwas länger halten und nicht krümeln. Aber es ist der Hammer und zu meinem dunkelblauen Kleid, was ich heute anhabe, möchte ich mir einen entsprechenden Look schminken. Heißt, es wird definitiv etwas Bläuliches geben, aber es ist Frühling, Leute. Ich möchte ein bisschen in den Farbtopf fallen und etwas Helles schminken. Ich starte einfach zuallererst mit diesem Ton hier unten. Das ist so ein helles Lila-Tönchen. Den setze ich mir ganz klassisch hier so in meine Lidfalte rein. Da ich ein leichtes Schlupflid habe, male ich da so ein bisschen über. Ne? Ich habe euch hier im E-Mail ein Video verlinkt zu meinen Make-up-Hacks, wie ich mich so schminke. Man kann die Farben, glaube ich, auch einzeln nachkaufen. Das ist jetzt die Farbe Wisteria. Und Wisteria verwende ich, glaube ich, sehr, sehr häufig, wenn ich zu dieser Palette greife. Hier habe ich so einen Ton Moonbeam. Das ist so ein etwas kühlerer Eierschalenton. Damit kann ich hier außen einfach die Kanten etwas verblenden. Irgendwas oder irgendwer hat mich hier gekratzt. Ich habe drei Männer hier zu Hause. Irgendwer war es. Ich weiß nicht wer. Ich werde eine Analyse machen und die Leute interviewen, die reden können. Irgendwer hat mich gekratzt. Wieso? Oder ich war es selber. Ist auch möglich. Dann nehme ich mir hier den Ton Dahlia. Das ist ein, ja, etwas, das ist ein Dahlia-Ton, ein Dahlien-Ton. Den setze ich mir hier außen dran. Wobei der nicht wirklich verdunkelt, ne? Naja, vielleicht noch ein Tick Lithophyt, das ist dieser Ton. Ein schmutziger Pflaumenton, den tupfe ich hier außen einfach ein wenig hin. Genau, und der sorgt subtil dafür, dass etwas Tiefe gemacht wird. Und weil ich den gerade lieb gewonnen habe, gebe ich mir den auch einfach an den unteren Wimpernkranz. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht nach einem blauen Auge oder verheult aussieht. Aber ja, immer üben, üben, üben. Das funktioniert dann irgendwann. Nun kommt mein Wundermittel zum Einsatz. Der NYX Glitter Primer ist einfach ein sehr, sehr gutes Produkt, was ich immer wieder verwende und euch immer wieder empfehle. Der sorgt dafür, dass einfach der Lidschatten, also der schimmernde Lidschatten, ne, auch besser mit dem Auge verbunden ist, dass er besser hält, dass er besser zur Geltung kommt. Und ich mag das Produkt einfach. Das trägt man sich einfach dünn auf und dadurch wirst du die Lidschatten, die da so drumrum sind und da drin sind und so, jetzt nämlich auch nicht abdecken. Also das ist halt ein transparentes Produkt, was eine großartige Wirkung hat. Selbstverständlich möchte ich den Ton Aurora verwenden. Das ist dieses wunderschöne helle Blau. Das ist so krass, Leute. Ne? Und das beamt jetzt alles einfach nochmal auf eine andere Ebene. Einfach mit dem Finger drauf tupfen. Einfach spektakulär. Oh, ich mag das. Ist nicht jedermanns Sache. Für mich ist es jetzt ein Look, mit dem ich gleich auf den Geburtstag gehen werde. Also von meiner Stiefschwiegermama in Spe. Easy peasy, ne? Genau. Ich habe jetzt hier den Ton Twilight. Das ist so ein lila Ton. Den finde ich wunderschön. Ich guck mal. Der, was für das innere Drittel ist. Ich glaube schon. Einfach mal ausprobieren. Ja, oh, ist der schön. Oh, ist der schön. Ja, guck mal. Und du hast halt bei Lethal Cosmetics eine richtig gute Qualität an Lidschatten. Vor allem die Schimmertöne sind einfach hammermäßig, ne? Und du hast ja auch immer wieder Duochromes und so weiter mit drin. Und wenn ihr dann auch den Code verwendet, also claudieswelt15, bekommt ihr die halt für unter 50 Euro. Und das ist einfach eine mega Empfehlung von meiner Seite aus. Gut, in den Innenwinkel setze ich mir jetzt aber den Highlighter, weil ich glaube, dass der hellste Schimmerton hier drin für mich jetzt einfach zu dunkel ist. Also einfach den Highlighter nehmen. M in your face. Oh, ich mag Schimmer einfach, Leute. Und das ist jetzt auch nicht zu dunkel, finde ich. Also nicht der Highlighter sowieso nicht, aber der Look an und für sich, ne? Das gefällt mir. Hm. Abgefahren. Ich kann es nicht anders sagen. Ich meine, wer hat nochmal ein Fullface mit Denissa Myricks geschminkt? War das Kati Contra Junkie? Weiß ich nicht. Den Linework in Onyx habe ich hier. Zu Recht ein mega, mega, mega gut bewerteter Eyeliner. Der ist teuer, aber der ist großartig. Leicht in der Anwendung, malt über alle Augenlooks dann auch entsprechend drüber. Ne? Also manchmal hat man ja auch so Glitterflitter, dann hat man so ein paar Probleme, hiermit definitiv nicht. Symmetrie ist heute nicht ganz so mein Ding, aber ich finde, dass es gelingt halt immer, mit dem zu malen. Ne? Und das finde ich einfach schön. Ja.
Weil wenn du dann so viel Mühe dir beim Augenlook gegeben hast und dann gegebenenfalls ein Eyeliner kommt, der alles jetzt irgendwie krüppelig machen würde, wäre blöd. Richtig gut bewertet ist hier von LH Cosmetics das On-Set Setting Spray. Long-Lasting Setting Spray. Das ist auch wirklich klasse. Das war, glaube ich, im Adventskalender von LH Cosmetics mit drin. Das ist auch nicht günstig, aber wie gesagt, auch das auf der Favoritenseite, auch das 15% reduziert. Und mein Make-up muss heute lange halten, weil ich denke, dass ich sehr viel über den Boden krabbeln und spielen werde. Ja, machen wir das Ganze halt noch juiciger hier im Gesicht, aber das ist in Ordnung. Das sieht auch jetzt so aus, als würde gleich mein Make-up von alleine sich irgendwie zerfließen, aber das tut's nicht. Das hält einfach, ne? Und durch dieses Setting Spray nochmal umso mehr. Jetzt werden die Wimpern erstmal gebogen und ihr könnt jetzt euch denken, welche Mascara gleich kommt, oder? Die am allerbesten bewertet war, ist jetzt leider aktuell ausverkauft, die Mesauda. Aber es gibt natürlich noch eine Alternative. Und die hat zwar keine vollen 5 Sterne, aber ich weiß, dass die Nabla Vigis Mascara auch von euch ein man liebt sie oder man hasst sie Produkt ist. Ich fand sie am Anfang furchtbar. Mittlerweile liebe ich sie und das ist auch schon meine dritte oder vierte, die ich davon habe. Ich finde sie fantastisch und wenn ihr jetzt halt die Möglichkeit habt, mit 5, also ne, da nochmal was drauf zu sparen, das ist wirklich eine gute Geschichte. Nicht jeder, also Kati hasst zum Beispiel diese Optik hier drauf. Ich finde sie fantastisch und also diesen Panther. Und das Bürstchen ist auch etwas, womit man ja umgehen lernen muss. Ne? Das hat Nina zum Beispiel auch jetzt so im Laufe der Zeit erleben dürfen. Viele, die anfangs sagten, ist nicht ganz so mein Fall, sagen jetzt mittlerweile mega geile Mascara. Ich glaube auch Nicole Schicki, das Place, mag die richtig gerne. Und die hat über 100 Bewertungen bekommen und ich glaube 4,7 Sterne. Also von daher muss die wo was sein. Ne? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Meine ist schon ein paar Tage älter, deswegen musste ich gerade ein bisschen korrigieren mit einer Mascara oder mit einem Bürstchen von einer Mascara, die schon leer ist. Genau, weil wenn die hier quasi ganz neu ist, ist sie sehr nass und gibt sehr viel Produkt ab. Wenn sie ein bisschen älter wird, groovt sie sich ein. Und wenn sie dann irgendwann mal durch ist, also dass sie kurz vor nicht mehr anwendbar ist, wird sie halt sehr, dass sie dann krümelig wird. Ne? Das ist immer, man muss dann immer den perfekten Zeitpunkt abpassen. Das ist etwas schwierig manchmal, aber trotzdem ist sie richtig, richtig toll. Ich mag die. Ich muss nachher hier mit dem Q-Tip auf meiner Wasserlinie noch ein bisschen korrigieren, weil ich da etwas angemalt habe. Aber ansonsten, es ist eine fantastische Mascara. Ich persönlich würde sie immer empfehlen als Kombi-Mascara auch, ne? Mit irgendeiner anderen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel die von Catrice Glam & Doll genommen, um sie hier auszubürsten. Wenn die hier frisch ist zum Beispiel, kann man die auch super in Kombination verwenden. Das hier war jetzt einfach nur ein trockenes Bürstchen. Ja, genau. Augenlook steht, Base steht, Lippen könnte man so lassen. Aber ihr habt ganz andere Favoriten als nur ein Lippenöl, oder? Ich war ganz erstaunt, dass diese Crayons von LH Cosmetics noch besser bewertet waren als die Lip Liner von Nabla. Ich habe jetzt hier den Crayon in der Farbnuance. Das ist die Pink. Und das ist auch wirklich eine schöne Farbe. Das kann ich theoretisch auch so lassen. Einfach einen klaren Gloss drüber oder gar nichts. Ne? Das würde auch tatsächlich so halten. Aber es gibt ja auch noch Lippenstifte. Und da habe ich von Nabla, unser Freund und Begleiter in diesem Fullface, in der Farbe Luz, ein Beyond Jelly Lipstick. Das ist halt so ein richtiger, der jetzt noch etwas mehr Juiciness reingeben wird, draufgeben wird und ich denke auch schon zu der Farbe passen könnte. Auch wenn mir das jetzt so gefällt, ne, mit den Lippen, muss ich gestehen, dass ich gleich zum Geburtstag mir das Lippenöl einfach mit einpacken werde, weil es einfacher ist. Ne? Ich denke, dass ich da ja auch Essen, Trinken extra kauen werde und in dem Sinne dann ja auch etwas mehr Freiheit benötige für meinen Mund. Ihr Lieben, das ist einmal der fertige Look mit den am besten bewertetsten Produkten von Purish, die ich in meiner Kollektion auch drin habe. Ne? Denn manche Produkte habe ich einfach nicht da. Also mir gefällt es. Ich liebe diese Glowiness. Dieser Balm, ganz ehrlich, ist gut, aber vorsichtig anwenden, vorsichtig rantasten. Wenn man eine ölige oder eine Mischhaut hat, ist das wahrscheinlich nichts. Ich bin sehr gespannt, was Nicole Schicki das Place dazu sagen wird. Die hat eine Mischhaut. Genau. Ansonsten, der Augenlook, ich finde diese Farben einfach großartig. Das passt auch toll jetzt zu meinem Kleidchen, ne? Und ja, das ist schon schön. Der Blush hätte ein bisschen mehr rauskommen können. Aber ansonsten, ich fühle mich gesund. Ich fühle mich
hübsch, doch, ne? Und ja, hoffe, dass euch hier das Video ein bisschen gefallen hat. Schaut super gerne bei meinen Kolleginnen vorbei, alle dazu in der Infobox verlinkt, genauso auch die ganzen Produkte, die ihr hier gesehen habt und auch der Link zu meiner Creator-Page, wo ihr euch einfach generell von meinen Favoriten inspirieren lassen könnt. Ja, da könnt ihr nämlich mit Claudis Welt 15 jetzt 15% drauf sparen und auf die Danessa-Produkte, auf die neuen, bekommt ihr 10% Rabatt. Liesel hat auch ganz viele andere Neuheiten rausgebracht, die habt ihr auch im Laufe der Zeit sicherlich schon gesehen. Ihr Lieben, das wäre es ja schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.